Und das Ganze hat eine Debatte ausgelöst, wieder über die sprechen möchte Janine Mütze bei mir, die Geschäftsführerin von Civey, dem Meinungsforschungsinstitut. Denn wenn wir auf diese Debatte jetzt schauen, die Messerattacke hat nochmal dafür gesorgt, dass man politisch darüber spricht, wie der Umgang mit Migranten hier in Deutschland ist, vor allem mit denjenigen, die eigentlich nicht in Deutschland sein dürfen. Was haben die Deutschen dafür ein Gefühl? Wie geht die Bundesregierung mit dieser Thematik und diesem Problem um? Ja, du hast es richtig eingeordnet. Es gab diesen schrecklichen Vorfall und es hat tatsächlich zu dieser politischen Diskussion geführt, die ein bisschen mehr aufs Grundsätzliche geschaut hat. Und wir haben die Menschen in Deutschland mal gefragt, was sie eigentlich glauben, wie die Bundesregierung die Rückführung von Asylbewerbern, die das Asyl nicht bekommen sollen, wie dieser Prozess eigentlich bewertet wird. Und da sehen wir, die Arbeit wird nicht besonders positiv bewertet in Deutschland. Wir sehen hier gerade einmal 5% würden sagen, die Bundesregierung macht hier leistet sich eine gute Arbeit. 13% sind unentschieden. Und hier der Balken, vor dem ich stehe, das sind diejenigen, die 82%, die sagen, nein, das ist keine gute Arbeit. Sie bewerten diese Arbeit als negativ. Also hier lohnt es sich auch gar nicht, in die verschiedenen Soziodemografika reinzuschauen, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Denn hier sind wirklich über alle Parteianhängerschaft und über alle Altersgruppen die Menschen relativ ähnlich positioniert. Ich denke, es ist nicht nur eine moralische Einordnung, sondern vor allem eine Prozesseinordnung. Also unter der Annahme, man möchte die Menschen eben in ihre Herkunftsländer zurückführen. Unter dieser Annahme leistet die Bundesregierung hier keinen guten Job. Jetzt muss man ja sagen, eines der Probleme ist, dass Länder ihre eigenen Staatsbürger einfach nicht zurücknehmen. Und eine Idee oder ein Vorschlag wäre jetzt, dass Deutschland dann also die Visavergabe für diese Länder erschwert oder sogar einstellt. Ist das etwas, womit viele Leute etwas anfangen können? Ja, wir haben da auch einmal die Bevölkerung repräsentativ befragt und es ist ja in der Tat so, man ist abhängig von den Herkunftsländern, man ist auf Kooperation angewiesen und das erklärt vielleicht auch, weshalb hier eine überwältigende Mehrheit von 86% sagt, ja, im Umkehrschluss wäre es fair oder richtig, dann eben auch für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus den entsprechenden Ländern die Visavergabe zu erschweren. 7% sind hier unentschieden. Nein, sagen gerade einmal 7%. Und auch hier haben wir noch mal in die Parteianhängerschaften reingeschaut. Und selbst unter den grünen Anhängerinnen und grünen Anhängern sind es gerade einmal 16%, die hier Nein sagen würden. Also wir sehen wirklich, über alle Parteianhängerschaften hat man hier in Deutschland ein sehr homogenes Bild. Die große Frage ist ja jetzt am Ende, was soll man dann tun? Also was soll Deutschland mit denjenigen machen, die hier straffällig werden und eigentlich ausreisepflichtig sind? Ja, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und es gibt einige Optionen, die wir den Menschen einmal zur Verfügung gestellt haben, die sie beantworten konnten. Was würden Sie vorschlagen, was zu tun ist? Wir zeigen es einmal. 14%, also jeder Siebte würde sagen, Integrationsarbeit verstärken. Das ist wichtig, das hilft auch präventiv. Strengere Regeln für Einwanderung, das sagen 57%, also mehr als jeder Zweite. Konsequenter die eben Rückführungen durchsetzen, das findet hier eine große Mehrheit von 92%. Also wir sehen, die Antworten summieren sich nicht auf 100%, sondern man konnte mehrere Alternativen auswählen. Straftaten stärker ahnden, sagen 61%. 6% haben sich nochmal dem Thema gewidmet, dass man die Nationalität nicht veröffentlicht. Überwachung verstärken, sagen 36%. Etwas anderes oder kein Handlungsbedarf sehen wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen. Also es ist wirklich erstaunlich. Das ist wirklich ein Thema, bei dem die Menschen in Deutschland ein sehr, sehr einheitliches Bild haben und die Bundesregierung doch etwas auffordern, hier etwas mehr auf die Prozesse zu achten und handlungsstark zu bleiben. Ja, Janina, du sagst es, es ist selten, dass du so homogene Zahlen dann doch mitbringst. Danke für den Überblick. Gerne.